Du denkst also wirklich, da ist was dran an dem Zeug? Max war der Lösung ziemlich nah. Wieso hat er dir nicht einfach gesagt, was er weiß? So arbeiten Wissenschaftler nicht. Und wie arbeiten denn eigentlich alte Spinner? Leute, etwas in diesen Untersuchungen wird meine Forschung bestätigen. Die Anziehungskräfte des Mondes auf Mako Island, die Planetenkonstellation, magnetische Anomalien. Gründe, warum ihr zu Meerjungfrauen geworden seid. All das hier sagt mir, dass ich auf der richtigen Spur bin. Seht euch das hier an. Das muss Max sein. Und das ist Gracie. Die sind doch super süß. Sie war genau wie wir. Hallo? Hi, Charlotte. Gut, ich gebe ihn dir mal. Charlotte! Du, wir waren hier vor einer halben Stunde verabredet. Im JuiceNet. Ja, stimmt, sorry. Wieso hast du mich nicht angerufen? Oh, ja, ich hab's ausgeschaltet. Ich arbeite gerade an was sehr Wichtigem. Louis, wann kannst du denn herkommen? Vermutlich in einer guten Stunde und... Oder ich mach mich gleich auf den Weg. Ja. Ciao. Ich sichte das nachher. Aber klar, ich will dich sehen. Ich habe einfach nur die Zeit vergessen. Was machst du bei Cleo, was dich die Zeit vergessen lässt? Luis, ist dir klar, wie ich mich fühle? Hey, was bitte stört dich? Du verbringst deine ganze Zeit mit ihnen, den dreien. Sieht aus, als wäre ich gar nicht deine Freundin. Charlotte, das haben wir doch schon besprochen. Sie sind nur meine Freunde. Ja, aber ich komme mir dabei komisch vor. Das solltest du nicht. Wir arbeiten an einem Projekt, in das ich mich vertieft habe. Du weißt, wie ich mich in ein Projekt vertiefen kann. Projekt? Mhm. Was für ein Projekt? Oh, das ist so eine Art Feriengeschichte. Mhm. Oh, ich habe wirklich Durst. Willst du einen Saft? Willst du noch einen Saft? Er war eine halbe Stunde zu spät. Und wenn schon? Vielleicht hat sie sich Sorgen gemacht. Dein Freund unter der Nummer der Ex anzurufen, fällt aber nicht mehr unter besorgt. Das ist für mich paranoid. Tja, das sieht interessant aus. Was denn? So ein Schmalfilm, den Hobbyfilmer früher gemacht haben. Hey, sieht aus wie Max beim Angeln am Strand. Ein Schwarz-Weiß-Film. Faszinierend. Ich muss gehen, meine Schicht fängt gleich an. Hey, nur 5 Minuten zu früh für die Schicht. Du schwächelst. Du, was machst du nachher? Ich dachte, wir gehen vielleicht schwimmen. Ich treffe mich mit den Mädels. Was ist mit später? Ich habe den ganzen Nachmittag frei. Und sag mir nicht, du kannst nicht schwimmen. Ich weiß, du warst ein Champion. Das ist schon fast nicht mehr wahr. Ich meine ja nicht, dass wir Weltrekorde schwimmen wollen oder so. Bloß ein bisschen am Strand abhängen. Sorry. Schwimmen ist einfach nicht mehr mein Ding. Ganz ehrlich. Was ist denn passiert? Ich will nicht drüber sprechen. Oh, hey, tut mir leid. Es war was Ernstes? Ja, es war wirklich einschneidend. Dadurch hat sich ziemlich viel in meinem Leben für immer verändert, Ash. Das heißt, du und Wasser... Ich meide es. Ganz konsequent. Tja, wie gesagt, es ist nicht mein Ding, okay? Okay. Hey. Danke für dein Vertrauen, Emma. Ja.
Tür! Ich muss dringend zu Cleo. Louis ist in letzter Zeit viel mit euch dreien zusammen gewesen. Ja, da hast du recht. Und was ist das für ein Projekt, an dem ihr arbeitet? Projekt? Oh, dieser alte Müll hier, den haben wir vom Flohmarkt und Louis hilft uns dabei, den Kram zu sichten. Es ist ein Haufen Wetterberichte und astrologischer Karten. Louis liebt solche Sachen doch. Für Freaks wie ihn ist solcher Kram ja Gold wert. Nichts für ungut. Wir recherchieren nur etwas und er hilft uns dabei. Entschuldigt. Ihr müsst mich für paranoid halten. Ehrlich, nein. Ich wollte es einfach wissen. Ich verstehe das total. Tja, jedenfalls danke. Ich finde es echt nett, dass ihr es so gelassen seht. Wo habt ihr das her? Oh, das war auch bei dem ganzen Trödel dabei. Was ist so besonders daran? Gar nichts. Es ist nur ein schönes Bild. Das ist meine Großmutter. Was? Ihr Name war Gracie. Wieso habt ihr ein Bild von meiner Großmutter? Charlotte hat sofort erkannt, dass es Gracie ist. Sie hat das Foto mitgenommen. Das habt ihr zugelassen? Wie hätten wir ihr das abschlagen können? Denkst du, sie weiß das mit ihrer Großmutter? Das ist echt richtig übel. Hey Leute, jetzt wartet eine Sekunde, ja? Es ist unmöglich, dass Charlotte irgendwas weiß. Woher weißt du das? Ihr habt vor euren Familien geheim gehalten, dass ihr mehr Jungfrauen seid. Das hat Gracie vermutlich auch getan. Oder womöglich auch nicht. Louis findet raus, was sie weiß. Rausfinden, was sie weiß. Was bitte soll ich tun? Soll ich sie etwa verhören? Wenn's nötig ist, von mir aus. Das werde ich nicht tun, ihr übertreibt doch. Wieso bist du auf ihrer Seite? Ich bin auf gar keiner Seite. Bist du doch. Ich dachte, du hilfst uns, nicht ihr. Louis, du denkst, dass du Charlotte super gut kennst, aber du musst doch zugeben, das ist echt komisch. Ich bin mir sicher, es gibt eine simple Erklärung. Womöglich. Womöglich auch nicht. Denk doch mal nach. Wie gut kennst du Charlotte wirklich? Ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit. Ich erinnere mich kaum an sie. Sie starb, als ich 6 war. Aber ein paar Dinge sind mir noch bewusst. Sie hat mir immer Geschichten erzählt über das Meer und Meerjungfrauen und so. Ach ja? Sie war anders als alle anderen in meiner Umgebung. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Sie hatte so eine gewisse Art. Ich mochte sie einfach gern. Weißt du? Hat deine Mutter viel von ihr erzählt? Nein, sie standen sich nicht so nah. Sie hat gesagt, ich hätte furchtbar geweint nach Großmutters Tod. Ich weiß bloß noch, dass ich sehr traurig war. So ein verrückter Zufall, dass Cleo dieses Foto hatte. Zufälle sind nun mal Teil der Struktur des Universums. Komm schon, lass uns irgendwas unternehmen. Louis, der Anhänger. Was? Cleo, Ricky und Emma tragen den gleichen Anhänger wie meine Großmutter. Er sieht den ein bisschen ähnlich. Es sind hundertprozentig die gleichen. Findest du das nicht merkwürdig? Nicht wirklich. Die haben bestimmt damals alle getragen. Das war Massenproduktion. Und Cleo und die anderen zwei, die lieben solchen antiken Kram. Ja, das kann schon sein. Ja. Schön, dich zu sehen. Ash, wir haben doch drüber geredet. Ich weiß, aber wir gehen ja auch nicht in die Nähe des Wassers. Außerdem sind wir hier ganz allein. Ich gehe nach Hause. Warte, komm schon, wir bleiben am Strand, versprochen. Versprochen? Versprochen. Komm schon.
Ich bin's bloß. Okay, aber bloß kurz. Na? Fühlt sich doch gut an, oder? Klar. Können wir jetzt gehen? Nein, noch nicht. Du bist anders als die meisten Mädchen. Ja, stimmt. Bei dir steckt mehr dahinter, als die Leute denken. Du bist sehr geheimnisvoll. Ist es das, was du an mir magst? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du bist ziemlich verschlossen, Emma. Das kann einen schon nerven. Versuchst du gerade romantisch zu sein? Falls ja, dann sage ich dir, das klappt nicht. Du hast Angst vor irgendwas. Habe ich nicht. Doch, hast du. Ich meine, du machst was so Simples, wie hier am Strand zu stehen und zitterst. Der Wind ist ziemlich kalt. Emma, du musst keine Angst haben. Was immer passiert ist, ist passiert. Du kannst es nicht ändern. Glaub mir, das weiß ich. Und ich komme damit klar. Tust du nicht. Aber es ist okay, Angst zu haben. Wir können die überwinden. Was? Es geht los! Ash, was wird das? Schon Ash, okay. Nein, dreh um, bitte! Alles okay, alles okay! Ash, nein! Nein! Fertig? Ash, nein! Em, vertrau mir einfach, okay? Bring mich zurück! Es ist nur ein bisschen Wasser, okay? Nein, Ash, nein! Bring mich sofort zurück! Okay. Ist gut. Hey! Es tut mir leid! Ich wollte dir nur helfen! Was hat das zu bedeuten? Weiß ich nicht. Hör zu, Em, was immer es ist, du kannst es mir sagen. Meinst du das im Ernst? Ja, ich will dir helfen. Du willst es wirklich wissen? Ja, das will ich. Okay. Womöglich ein andermal. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Deine Großmutter war das, was man einen Freigeist nennt. Sie lebte in ihrer eigenen Welt. Sie widmete sich ihrer Kunst. Ich glaube, das hast du von ihr geerbt. Und wie gelangt dann bitte schön ein Foto von ihr auf den Flohmarkt? Sie hat gemodelt, als sie ungefähr in deinem Alter war. Für Mode allgemein und auch für Bademode. Oh, also ist es nicht allzu seltsam, dass ein Foto von ihr auftaucht? Nein, es gibt viele Stände mit alten Fotos auf Flohmärkten. Was ist mit Schmuck? Welchen hat sie gemocht? Sie hatte einen ganz besonderen Geschmack. Sie hätte also nichts getragen, was vielleicht gerade in Mode war? Ich kann dir garantieren, was in Mode war, hätte sie nie getragen. Alles musste bei ihr individuell sein. Weißt du, Einzelstücke. Was ist mit dem Anhänger? Also den habe ich niemals an ihr gesehen. Sicher, dass du dafür Zeit hast? Ich muss Max Forschung checken. Aber Charlotte... Charlotte weiß gar nichts. Du denkst, sie vergisst einfach die ganze Gracie-Geschichte? Gracie hat es auch geheim gehalten. Sie ist nicht mal neugierig, du musst dir keine Sorgen machen.
Hallo. Kann ich Cleo mal sprechen? Die ist nicht da. Ich komme nur vorbei, weil wir zusammen an einem Projekt arbeiten. Sie kann dich ja anrufen. Es eilt nur leider wirklich sehr. Ich brauche ein paar Dinge. Denkst du, ich könnte kurz hoch in ihr Zimmer und sie holen? Das denke ich nicht. Ja, da hast du sicher recht. Cleo wäre bestimmt total sauer, wenn jemand in ihr Zimmer geht, während sie nicht da ist. Meinst du nicht? Ja. Sie wäre total sauer. Was ist das denn für ein Projekt? Oh, ist für den Geschichtsunterricht. Da muss noch mehr sein. Dann such doch noch weiter. Was ist denn das? Ja, das muss ich mitnehmen. Danke. Hey, tut mir leid, dass ich dich so unter Druck gesetzt habe. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich wusste nicht, was für ein Problem das für dich ist. Schon okay, Ash. Dadurch habe ich über ein paar Dinge nachgedacht. Ich weiß jetzt, ich bin dir wichtig und das finde ich schön. Ehrlich? Ja. Gut. Lass uns vielleicht im Swimmingpool anfangen. Was war das denn eben? Das ist schon okay. Mom, haben wir einen alten Projektor? Nein, leider. Wieso? So einen habe ich ewig nicht gesehen. Wo hast du den her? Oh, von einer Freundin. Ein paar alte Familienaufnahmen, denke ich. Wir wollten ihn uns unbedingt ansehen. Oh, lass ihn doch auf DVD überspielen. Soll ich dich fahren? Komm schon. Wieso steht meine Tür offen? Und wo ist der alte Film hin? Ich habe nichts angefasst in deinem Zimmer. Es fehlen aber ein paar Sachen und du bist die Einzige, die zu Hause war. Aber wieso sollte ich irgendwas von dem alten Kram nehmen? Da ist was dran. Wieso sollte sie das tun? Na, weil sie Kim ist. Was hast du damit gemacht? Ich hab's dir doch gesagt. Ich war's nicht. Das muss jemand anders gewesen sein. Du hast also jemanden in mein Zimmer gelassen? Wäre möglich. Na schön, du hast deinen Spaß gehabt. Spuck's aus. Okay, okay. Es war Charlotte. Was? Sie wollte das Zeug für euer Projekt. Welches Projekt? Was weiß ich denn? Charlotte hat ihn genommen. Ja, aber wieso? Da ist Max drauf, wie er angelt, oder? Ein Film? Charlotte hat einen Film? Das macht vielleicht gar nichts. Ein alter Schmalfilm, mehr nicht. Ihr habt ihn gesehen? Den Anfang. Wir hatten keinen Projektor, also haben wir ihn da liegen lassen. Es ist bloß ein Film, oder? Luis, sie war in meinem Zimmer und hat ihn gestohlen. Du hast gesagt, sie ahnt nichts. Ja, ich weiß. Naja, sie kann ihn sich nicht ansehen, oder? Man kann ja so alte Dinger schlecht auf DVD-Playern abspielen. Es sei denn, sie lässt ihn überspielen. Thank you.
Denkt ihr, wir hätten bei ihr vorbeischauen sollen? Nein, bloß nicht. Je weiter wir von ihr weg sind, desto besser ist das. Keine Sorge. Luis kriegt das hin. Oh, komm schon, es gibt doch nicht sowas wie Meerjungfrauen. Luis, du hast den Film doch auch gesehen. Das ist doch Wahnsinn. Sie hat mir früher immer Geschichten übers Meer erzählt. Jetzt weiß ich wieso. Wieso? Weil sie ein sagenhaftes Meereswesen war? Das ist nicht dein Ernst. Ich wusste immer, dass sie anders war. Ich wusste immer, dass sie etwas Besonderes war. Jetzt weiß ich auch warum. Ich wünschte, ich hätte mehr von ihr gehabt. Darum geht's doch eigentlich. Was? Du vermisst sie. Du vermisst sie so sehr, dass du in Cleos Zimmer warst und den Film gestohlen hast. Nur um mehr über sie zu erfahren. Und das hab ich ja auch. Sie war eine Meerjungfrau. Meerjungfrauen gibt es in Wirklichkeit nicht. Charlotte, alles, was du hast, ist ein alter Film, auf dem Teenager Quatsch machen. Es ist ein Witz. Das steht fest. Ja, wäre möglich. Gut. Komm, lass uns jetzt gehen. Aber wenn es kein Witz ist, was wäre dann mit mir? Mit dir wäre überhaupt nichts. Komm jetzt. Was, wenn sie wirklich existieren? Sie glaubt also, Meerjungfrauen gibt es wirklich? Möglicherweise ja. Aber kommt schon, sie hat keinen Grund, euch zu verdächtigen, Leute. Abgesehen davon, dass wir Bilder von ihrer Großmutter hatten, der Meerjungfrau. Und natürlich den Film. Okay, aber davon mal abgesehen... Luis, du musst sie endlich stoppen. Ja. Das ist nur schwieriger, als ihr denkt. Denkst also wirklich, da ist was dran an dem Zeug? Max war der Lösung ziemlich nah. Wieso hat er dir nicht einfach gesagt, was er weiß? So arbeiten Wissenschaftler nicht. Und wie arbeiten denn eigentlich alte Spinner? Leute, etwas in diesen Untersuchungen wird meine Forschung bestätigen. Die Anziehungskräfte des Mondes auf Mako Island, die Planetenkonstellation, magnetische Anomalien. Gründe, warum ihr zu Meerjungfrauen geworden seid. All das hier sagt mir, dass ich auf der richtigen Spur bin. Seht euch das hier an. Das muss Max sein. Und das ist Gracie. Die sind doch super süß. Sie war genau wie wir. Hallo? Hi, Charlotte. Gut, ich gebe ihn dir mal. Charlotte! Du, wir waren hier vor einer halben Stunde verabredet. Im JuiceNet. Ah, ja, stimmt. Sorry, ich... Wieso hast du mich nicht angerufen? Oh, ja, ich... hab's ausgeschaltet. Ich arbeite gerade an was sehr Wichtigem. Luis, wann kannst du denn herkommen? Vermutlich in einer guten Stunde und... Oder ich mach mich gleich auf den Weg. Ja, ja. Ciao.
Ich sichte das nachher. Aber klar, ich will dich sehen. Ich habe einfach nur die Zeit vergessen. Was machst du bei Cleo, was dich die Zeit vergessen lässt? Luis, ist dir klar, wie ich mich fühle? Hey, was bitte stört dich? Du verbringst deine ganze Zeit mit ihnen, den dreien. Sieht aus, als wäre ich gar nicht deine Freundin. Charlotte, das haben wir doch schon besprochen. Sie sind nur meine Freunde. Ja, aber ich komme mir dabei komisch vor. Das solltest du nicht. Wir arbeiten an einem Projekt, in das ich mich vertieft habe. Du weißt, wie ich mich in ein Projekt vertiefen kann. Projekt? Mhm. Was für ein Projekt? Oh, das ist so eine Art Feriengeschichte. Mhm. Oh, ich habe wirklich Durst. Willst du einen Saft? Willst du noch einen Saft? Er war eine halbe Stunde zu spät. Und wenn schon? Vielleicht hat sie sich Sorgen gemacht. Dein Freund unter der Nummer der Ex anzurufen, fällt aber nicht mehr unter besorgt. Das ist für mich paranoid. Tja, das sieht interessant aus. Was denn? So ein Schmalfilm, den Hobbyfilmer früher gemacht haben. Hey, sieht aus wie Max beim Angeln am Strand. Ein Schwarz-Weiß-Film. Faszinierend. Ich muss gehen, meine Schicht fängt gleich an. Hey, nur 5 Minuten zu früh für die Schicht. Du schwächelst. Du, was machst du nachher? Ich dachte, wir gehen vielleicht schwimmen. Ich treffe mich mit den Mädels. Was ist mit später? Ich habe den ganzen Nachmittag frei. Und sag mir nicht, du kannst nicht schwimmen. Ich weiß, du warst ein Champion. Das ist schon fast nicht mehr wahr. Ich meine ja nicht, dass wir Weltrekorde schwimmen wollen oder so. Bloß ein bisschen am Strand abhängen. Sorry. Schwimmen ist einfach nicht mehr mein Ding. Ganz ehrlich. Was ist denn passiert? Ich will nicht drüber sprechen. Oh, hey, tut mir leid. Es war was Ernstes? Ja, es war wirklich einschneidend. Dadurch hat sich ziemlich viel in meinem Leben für immer verändert, Ash. Das heißt, du und Wasser... Ich meide es. Ganz konsequent. Tja, wie gesagt, es ist nicht mein Ding, okay? Okay. Hey. Danke für dein Vertrauen, Emma. Ja. Ich muss dringend zu Cleo. Luis ist in letzter Zeit viel mit euch dreien zusammen gewesen. Ja, da hast du recht. Und was ist das für ein Projekt, an dem ihr arbeitet? Projekt? Oh, dieser alte Müll hier, den haben wir vom Flohmarkt und Luis hilft uns dabei, den Kram zu sichten. Es ist ein Haufen Wetterberichte und astrologischer Karten. Luis liebt solche Sachen doch. Für Freaks wie ihn ist solcher Kram ja Gold wert. Nicht so ungut. Wir recherchieren nur etwas und er hilft uns dabei. Entschuldigt. Ihr müsst mich für paranoid halten. Ehrlich, nein. Ich wollte es einfach wissen.